Kryptowelt ist alles möglich. Du stehst am Anfang eines kreativen Abenteuers. Unendliche Welten erwarten dich. Unendliche Möglichkeiten. Und ein Ziel, Meisterbauer zu werden. Sieh nur, wie diese Steinzauberer ihre kreativen Werkzeuge nutzen. Wie sie Kreaturen rufen, Häuser herbeizaubern, Berge einebnen und das ganze Land umgestalten. Auch du kannst diese Macht nutzen. Entdecke und meistere die kreativen Werkzeuge. Sammle neue Steine, Modelle und Fahrzeuge. Erobere Welten. Mach dir einen Namen und werde ein Meisterbauer. Der neue Welten voller Möglichkeiten schafft. Willkommen bei LEGO Worlds. Und wie er schon gesagt hat, willkommen zu LEGO Worlds. Ja, ich habe direkt am Anfang einen Bug entdeckt. Die Anfangssequenz wurde nicht richtig gezeigt, aber das ist ja komplett egal. Ey, ich freue mich auf dieses Spiel so hart. LEGO Worlds ist nicht wirklich ein Lego-Spiel, sondern so Minecraft in Lego. Es gibt zwar eine kleine Handlung, so du musst Meisterbauer werden, aber ansonsten kann man frei sein. Es gibt noch ein Tutorial und das war's. Danach ist man komplett frei. Und ey, ich liebe sowas. Und ich werde das komplett in Let's Play machen. Also wir werden komplett hier Folgen rausballern. Dieses Spiel, ey, ich freue mich so hart. Wir drücken direkt, hallo. Geil, mein Controller geht nicht. Alles klar. Achso, ich bin noch im falschen Tab. So, okay, neues Spiel. Genau, wir haben noch keinen Spielstand, das weiß ich. Speichern. Ey, ich freue mich so hart. Es gibt ja noch so Erweiterungen und so. Und, was? Add-on-Inhalte. Modellspeicher. Nee, ich will Abenteuermodus. Abenteuerspiel. Okay, drücke um. Ne, ich habe keinen zweiten Spieler, sorry. Wir können jetzt hier bearbeiten. Was können wir jetzt hier machen? Unseren Charakter bearbeiten. Ja, ich bin ein Mann. Astronaut. Ich habe auch gehört, man kann später seinen Charakter noch ändern, weil es gibt da noch so Sets und sowas. Keine Ahnung. Jetzt werden wir alles rausfinden. Eigentlich will ich so bleiben, weil ich. Es gibt. Oh mein Gott, es gibt auch viel. Okay, wir bleiben so. Ich will jetzt mich nicht großartig ändern. Junge, wir fallen. Alter. Okay, Sturzflug. Piratenspielplatz. Deine erste Lego-Welt. Es gibt viel zu entdecken. Aber oh, warte mal, ich muss mal kurz die Untertitel anmachen. Hier, natürlich müssen wir die Untertitel anmachen. Hier, zack. So. Vergesst es immer bei Lego-Spielen, man muss ja noch annehmen. Drücken. Deine Rakete hatte schlimm erwischt. Mit ein paar goldenen Steinen solltest du sie reparieren können. Unten steht die ganze Zeit, drücke die Taste, um Freunde einzuladen. Ich habe keine Freunde. Oder um Spiele zu spielen. Ja. Boah, es ruckelt so. Schau mal, ein Meteorit. Ja. Was ist da denn? Okay. Also wir sind auf einer einsamen Insel. Sieht aus wie so eine Pirateninsel. Und wir sind Astronauten. Sieht ein bisschen aus wie so ein
Generationsvergleich. So Piraten gegen normale Menschen. Man kann sogar hier die Kamera so. Oh, hier. So, Lupe oder. Alter. Oh, Ego-Perspektive. Oh, es gibt Ego-Perspektive. Du solltest die Absturzstelle. Ja, ich gehe schon. Ich gehe doch schon. Das Spiel ruckelt ein bisschen. Das ist ein bisschen komisch. Aber bei solchen Daten kann ich es verstehen. Entdeckungswerkzeug freigeschaltet. Das Entdeckungswerkzeug. Nutze das mächtige Entdeckungswerkzeug, um neue Modelle, Fahrzeuge, Kreaturen und vieles mehr zu scannen und zu sammeln. Um Charaktere zu sammeln, musst du eine Mission, Aufgabe oder Herausforderung für sie erledigen. Sobald du etwas gesammelt hast, kannst du es mit dem Werkzeug in deinen Welten erscheinen lassen. Platziere es dann, wo du willst, oder schleudere es gen Himmel. Mit dem Entdeckungswerkzeug kannst du eine, zwei oder hunderte Kopien erzeugen. Oh, und solltest du feststellen, dass du womöglich eine bizarre Kreatur zu viel herbeigerufen hast? Das Entdeckungswerkzeug hat auch eine praktische Löschfunktion. Puh. Den Umgang mit dem Entdeckungswerkzeug zu lernen, ist der erste Schritt auf deinem Weg zum Meisterbauer. Alles klar, und da sehen wir schon Leute, die einen goldenen Stein in der Hand haben. Ja, wir haben das Entdeckungswerkzeug freigeschaltet. Das ist natürlich mega geil, weil dann können wir echt alles in der Welt platzieren und das eigene Welt platzieren, also eigene Welt erschaffen. Das ist nice. Okay. Dann gehen wir doch direkt zu dieser Dame, die hier in der Nähe ist. Also ich habe das jetzt hier freigeschaltet. Okay. Ich kann jetzt jedes Objekt, jedes Tier. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Kreaturen. Aha. Okay, also ich kann jetzt Kreaturen, Objekte. Falsche Taste. Freischalten. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Objekte. Genau. Das ist nice. Also, wie gesagt, ich bin so gehypt, was man hier alles noch machen kann. Okay, gibt's so einen geilen Stuhl? Ja, nee, nice. Geil. Nee, hier, ich will ein Lagerfeuer. Also man kann mit den ganzen Objekten, die man hier findet, eine ganze Welt draus bauen. Sowieso Totenkopfe. Deswegen immer alles schön entdecken. Hier gibt es noch so ein Boot. Man kann das auch dann direkt kaufen. Hä? Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Fahrzeuge. Jawohl, Fahrzeuge. Nice. Das ist endlich mal das erste Spiel, was Fahrzeuge hat. Also, was wir spielen mit Fahrzeugen. Ich will mal gucken. Also, wir können jetzt hier noch kaufen. Es gibt auch so einen Instant-Kauf. Oh, scheiße, ich habe kein Geld. Ja, scheiße. Woher haben wir diesen Kamerawagen? Ah, ich weiß, von dieser Erweiterung. Ja, ja. Es gibt ja diese Erweiterung. Und die gab es kostenlos. So, was ist denn hier los, Madame? Der Captain will eine Piratenturmuhr, aber ich kann diese Kiste mit der Bauanleitung einfach nicht öffnen. Hilfst du mir? Ja, na klar doch. Ist doch easy. Man, erstmal entdecken. Das ist das Wichtigste. Also, hier gibt es immer so Lootboxen. Nein, Lootboxen sind es natürlich nicht. Also Kisten, die dann drinnen was zum Entdecken haben. So was Spezielles. Interessant. Ey, gibt's sogar extra Sound. Das ist nice. Yeah. Okay, Turmuhr. Bauernleitung. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Steinsets. Ah, Steinsets gibt's auch. Also Steinsets sind, glaube ich, genau. Steinsets sind die ein Instant Gebäude bauen. Aber man kann natürlich selbst Gebäude bauen. Ist ja klar. Jawohl, mein erster goldener Stein in diesem Spiel. Bauer. Der erste goldene Schritt auf deinem Weg zum Meisterbauer. Aber um die Rakete zu reparieren, benötigst du noch 2 goldene Steine. Oh, ich konnte die gerade entdecken. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Du hast deinen ersten Charakter entdeckt.
Charaktere können freigeschaltet werden, nachdem du eine Mission für sie erledigt hast. Sobald sie freigeschaltet und erworben sind, kannst du sie in der Welt platzieren. Okay, das ist wirklich mega geil. Ich habe auch gerade gesehen, es gibt so eine Art Stufungs-, also so ein Rangsystem, wo man anscheinend immer mehr goldene Steine braucht. Piratenprinzessin. Oh, jetzt bin ich eine Piratenprinzessin. Nice. Oh, scheiße, das hätte ich skinnen sollen. Ja, immer skinnen. Hier, was ist das? So ein Palmenbeerer? Keine Ahnung, was das ist. Hier gibt es so eine Kiste. Ah, hier gibt es so Kisten, die geben einem so Geld. So Money. Ich habe meinen Traumberuf entdeckt. Okay, also hier gibt es sehr viel zu entdecken. Das ist nice. Da hinten ist noch ein goldener Stein. So eine Insel. So eine einsame Insel. Nee, Spaß. Aber die Karte ist klein. Also sehr klein. Okay, gibt es wahrscheinlich auch sehr viel zu entdecken. Oh, es gibt Schweine! Jawohl! Wie im letzten Lego-Spiel. Da gab es auch ein Schwein. Das konnte ich aber nicht reiten, weil das Spiel dann abgestürzt ist. Ich hoffe aber hier nicht, dass das Spiel abstürzt. Ah, man kann hier auch so Seepflanzen scannen, sage ich mal. Entdecken. Ah, man kann es halt auch entfernen. Das ist eh okay, das hat er ja auch gesagt. Ich brauche hier Schweine und Hühner. Klar, soweit? Ja, na klar. Also, die hat schon drei... Hä? Hat die denn so wenig? Hast du denn nicht wirklich eingekauft? So, ein Schwein und ein Huhn. Ah, ne, zwei Hühner. Okay, bitteschön. Alter, diese Geräusche von den Hühnern, die gehen so auf den Sack. Dankeschön. Zwei von drei. Noch einen, dann kannst du abheben und eine andere Welt ansteuern. Das ist das Peinlichste, was mir gerade passiert ist. Ich hatte noch WhatsApp offen. Okay. Scheiße, ich habe die einfach entfernt. Hey, kann ich die wieder... Ich will die wieder spawnen. So, hier. Ich habe die aber weggespawnt. Okay. Das Boot hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Das eine Boot sah aus wie... Aus Harry Potter. Gut, es gibt noch einen goldenen Stein. Da oben können wir auch noch was scannen. Also du kannst wirklich fast alles scannen hier. Okay, keine Ahnung, was ist das? Piratenuhr, irgendwas. Okay, dann gehen wir noch zu diesem Schiff. Also, es gibt halt so verschiedene Charakter. Ihr seht ja hier, man kann hier Charakter wechseln, desto mehr man entdeckt. Und die können halt ihre verschiedenen Zwecke. So, was ist denn hier, Captain? Ich brauche einen Piratenthron, damit ich mich auf diesem Schiff wie zu Hause fühlen kann. Ich glaube, den haben wir sogar gescannt. Dann können wir mal kurz gucken. Dann gucken wir mal. Ja, tatsächlich. Hier haben wir noch Lagerfeuer. Ah, haben wir noch nicht genug Geld. Also man braucht hier für jede Sache Geld. Außer man kauft es direkt. So, hier. Platziere ich es direkt. Und da haben wir, glaube ich, auch den letzten hier auf dieser Karte. Oh, Money. Goldene Steine. Genau das ist es, was deine Rakete braucht. Herzlichen Glückwunsch. Entdeckender Bauer. Oh, wir sind in den Rang aufgestiegen. Okay, ich will hier... Oh, das ist, glaube ich, unsere Rakete. Die ist... Ja, die geht's gut. Also, alles in Ordnung. Aber ich will mich hier noch umgucken. Hier gibt's bestimmt noch ein bisschen Loot. Ich sehe schon hier. Hier ist eine Kiste. Ja, nice. Loot. Oh mein Gott, hier gibt's sehr viele. Alter. Okay, hier kann man sehr viel Geld farmen. Da gibt's noch was zu scannen. So Fässer. Ich habe auch in einem Trailer oder gesehen, dass man so Häuser bauen kann. Also das ist nice. Okay. Oh. Loot. Ich weiß nicht, warum
Warum, wenn ich diese Dinger kaputt mache und solche Blasen hier aufkommen? So, hier ein Fass. Also ich kann mal wirklich alles entdecken. Übrigens, dieses Spiel ist gerade abgestürzt. Also nicht abgestürzt, aber mein PC ist gerade abgeschmiert, weil die Sicherung ausgegangen ist. Ich hoffe natürlich, es ist okay, ist alles gespeichert. Das ist natürlich super. Stimmt. Wir waren ja da, wir wollten ja hier hinten die Truhen da holen. Boah, das Spiel leckt ein bisschen. So, Loot. Jawohl. Mehr Loot. Ah, oh, ist mega geil. Diese bisschen Gold bekommen. Okay, jetzt können wir gerne wieder zur Rakete. Ich frage mich aber jetzt, was machen wir jetzt? Wo fliegen wir hin? Oder fliegen wir überhaupt hin? Also ich glaube schon, wir fliegen irgendwo hin, weil hier auf dieser Insel würde ich nicht bleiben. Pack C heißt unser Flugzeug. Urgeschichtliche Gefahr. Also wir müssen jetzt hier hin. Ach, guck mal, und hier kann man irgendwas... Oh, 100? Okay, also ich weiß nicht, was das alles bedeuten soll, aber gehen wir erstmal hier weiter. Ich glaube, das ist immer noch Tutorial, deswegen gehen wir hier weiter. Und wir fliegen hoch. Ist cool gemacht, Alter. Okay. Das sollen sozusagen die Ladesequenzen sein. Ist mega nice gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so cool gemacht ist. Ozean werden gefüllt. Guck mal, ich kann mich sogar hier so umgucken. Boah, da hinten ist die Sonne. Und direkt landen wir. Boah. Ey, ist das nice gemacht. Ich bin sogar happy. Ich bin sogar hyped. Ich war noch nie in so einem Spiel gehypt. Ein Vulkan. Da freut sich OBS natürlich. Urgeschichtliche Gefahr. Ja, sehe ich. Die Gedankenblase deiner Rakete verrät dir, wie viele goldene Steine du noch brauchst, um die nächste Belohnung zu erreichen. Allerdings gibt es die nicht auf allen Welten in Hülle und Fülle. Sobald du meinst, auf einer Welt alle goldenen Steine gesammelt zu haben, solltest du eine andere Welt aufsuchen, um mehr davon zu finden. Bist du irgendwie der Sprecher oder warum redet der mit... Oh. Ah, der Himmel fällt uns auf den Kopf. Ah, Quatsch. Es ist noch einer von diesen Meteoriten. Cool. Okay, noch so ein weiteres Werkzeug. Aber ist der irgendwie so der Sprecher, weil der ist der Einzige, der mit uns redet? Ja, als würden alle so leblos sein. Das finde ich ein bisschen schade, aber egal. Okay, gehen wir mal dahin. Was bekommen wir da? Landschaftswerkzeug. Krass, krass, krass. Boah, was war das? Du hast das Landschaftswerkzeug gefunden. Damit kannst du deine Umgebung neu gestalten. Lass Berge emporragen, schaffe Schluchten oder ebne ein ganzes Dorf ein, wenn es dir egal ist, damit eine nette Familie obdachlos zu machen. Du hast das Landschaftswerkzeug, du hast die Macht. Und du kannst der Familie später immer noch ein neues Haus bauen. Wie kaltherzig, dass er gerade so gesagt hat. Okay, also wir sind hier in einer komplett anderen Zeitlinie. Denn hier sind Neandertaler. Ja, Wissen aus der Geschichte. Das sind Homo Sapiens Sapiens. Okay, sind wir auch. Okay, also vier Stück. Vier Leute. Irgendwie sehen die alle dasselbe aus.
Okay, aber dann würde ich erstmal sagen, war es das mit der ersten Folge von Lego Worlds. Ich hoffe, ich hat's gefallen. Ey, ich bin so gehypt auf dieses Projekt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.